So, da sind wir bei Türchen Nummer 8. Dieses Spiel wurde von Alita vorgeschlagen. Es nennt sich Home, Sheep Home. Irgendwas mit Shaun das Schaf hat es zu tun. Ich habe da keine Ahnung davon. Aber es wurde vorgeschlagen, deswegen spiele ich es. Es kommen auch noch die anderen Spiele, die vorgeschlagen wurden, wahrscheinlich dran. Also, nicht wundern. Ja. Also, es soll irgendwie so ein kleines Puzzle-Game sein, das ich in einer Stunde schaffen sollte. Und ich muss irgendwie diese drei Schafe hier, die habe ich gleich und die muss ich irgendwie zum Ziel bringen. You are not, ach, play anyway, ist mir egal. Also, dann Level 1. Achso, Pfeiltasten zum Kontrollieren, da oben um auszuwählen. Okay, das sollte ja noch einfach sein. Hey. Achso, den habe ich ausgewählt schon. Lol. Okay, das war ja noch einfach. Nächstes Level. Achso. Jetzt muss ich das irgendwie umstoßen. Oder wie? Fall um. So. Und schon können die auch zum Ziel. Nächstes Level. Also den habe ich ausgewählt schon. Und den. Nein! Sheep lost, und den kriegen wir auch noch drauf und dann Sheep lost. Nee. Ich schaff das. Dann ist noch der kleine Timmy hier. Und der Fettsack. So, nächstes Level. Ah, jetzt muss ich irgendwie mit dem Fetten das verschieben und mit dem Kleinen irgendwie da durch. Und das Tor öffnen. Und schon. Ach, das ist schon das Schaf. Ach so. Und dann nehmen wir diesen Fetten hier und geschafft. So, jetzt noch Timmy darüber. Und dann den schweren. Gut. Also, die sind schwer, also muss ich den Fetten nehmen, um das zu bewegen. Und höher und höher. Dann den nächsten. Sprung, Sprung, Sprung und drauf da. Und Timmy, der dürfte ja nach zwei Sprüngen schon oben sein, fast. Naja, wohl so ähnlich. So. Puzzle stuff. How to get across. Der kann da auch nicht bewegen. Da muss ich den Dicken benutzen. Retry. Ah, Gegengewicht. Nehmen wir einfach mal. Timmy, weg da. Das war auch noch nicht. Dann nehmen wir den. Müssen wir den so machen, dass wir die Kiste hier rüberschieben. Jetzt ist mal den da weg. Und den kleinen, der kommt da gar nicht mehr weg. So. Nein, nicht die Kiste. Das Brett soll zu schieben.
Das kann doch nicht einfach nicht sein. Hier steht sogar nach links pushen. Vielleicht sollte ich auch noch das Schaf da drauf packen. Oder einfach so schieben. Ja, gut. Lol. Es ist eigentlich nicht so schwer, aber... Ja, stimmt, was da steht. Also meine Ideen waren ja schon gut. Eigentlich. Aber hier werden viel zu schnell Tipps gegeben. Eindeutig. Und jetzt noch den. So. Was tut der Hebel? Das ist eine gute Frage. Ach so. So. Okay. So. Geh auf den Weg und jetzt Timmy. Noch da. Und noch da. Und Kiste draufschieben. Auf den. Ach. Kann Timmy die auch schieben? Nein. War aber auch zu erwarten. Auf das kleine Schaf drauf. Nein! So, ja. Das war das Problem. Ja, das hier braucht mir den Tipp nicht geben. Ich bin ja selber drauf gekommen. Nein, Na toll. Timmy drauf da. Und schon schiebt das noch da. Und dann befreien wir mal den Timmy und... ist noch der hier rüber. So. Ach so. Los. Hoch. Da. Ja. Das könnte jetzt interessant werden. So. Das hätten wir auch geschafft. Yay. Wie viele Level sind denn das eigentlich noch? Ah, gar nicht mehr so viel. Quick, if you... Wie soll denn das gehen? Ja.
So. Erst der Dicke, dann Sean, dann Timmy und rüber da und tot. Dann nochmal Sean da drauf und nochmal Timmy. Schon wieder... Oh. So. So. Das ging ja eigentlich. Nächstes Level. So. So. Rüberschieben und geschafft. Nächstes Level. Ach, das wird nichts. Ist schon ist zu leicht. Zu schwer, meine ich natürlich. Ich habe nämlich erst gerade gesehen. Dass da unten ein Gang ist. Hm. Wo war gerade eben noch nicht? So. Ach, erstmal den fetten. Und jetzt schon. Ach, muss auch oben lang. So. Nächstes Level. What a Kumpel. Okay. Ach Mann. Kann nicht so schwer sein. Hey, das klappt sogar fast. Den da drauf? Schon auf den? Dann Timmy hier? Ich auch immer die... Obwohl ich das noch nicht so ganz verstanden habe. Einfach mal kurz retryen. Ich habe das noch nicht so ganz durchschaut. Oh Mann! Mann, der Sean ist im Weg. Ah, gut. Der Fette kommt dadurch. Heißt, ich muss Timmy durch den Gang bringen, einfach nur. Fast nur. Da bin ich auch schon drauf gekommen, was da steht an Tipps. Achso, schon. So.
machbar für Sean so? Nein. Vielleicht kann ich Sean einfach mitkriegen wieder. Ha! So geht's auch. Ich denke, Sean sollte eigentlich ganz oben lang, aber okay. This is a blank intrusive. Das war ja mehr als einfach. So. Wie viel Level noch? Ah, eins noch. What could get the sheep over the wall? Achso. Achso. Das Problem ist, wie kriege ich das hier rüber? Also, ach, macht einfach. Bams, bams. Und schon rutscht das da runter. Und dann. Macht man den hier? Oder auch nicht? Eigentlich sollte man das mal irgendwie. Try to get the trampoline here. Ihr seid lustig. Obwohl, ja, doch. Ich sehe gerade erst die Kerbe da unten im Boden. Schon weg da. Genau wie Timmy. So, Sean dahin, Timmy auch, Shirley. So. Bisschen schieben, wenn es geht. Und schon haben wir es geschafft. Das habe ich mir aber auch am Anfang irgendwie gedacht, dass es wieder rüber soll, aber ich habe die Kerbe nicht gesehen, dann ist es natürlich einfacher. So. Aber jetzt muss ich das Trampolin wieder hinkriegen. Scheiße. Ich habe zu weit geschoben. Das ist das Problem. Ich muss es, darf es nur so weit schieben, dass ich es noch wieder zurückschieben kann. Heißt ungefähr hier. So. Jetzt muss ich schon. Das wird er auch wohl schaffen, denke ich. Das darüber. So.
kriegt er es nicht darüber. Oh, das ist doch zum... Timmy nervt eh. Ich brauche viel zu lange für dieses Level hier. Ich hätte schon fertig sein können. Ja, ihr mit euren tollen Tipps hier. So. Geht doch. Meine Güte, ist das nervig gewesen. So, der ist rüber. Der auch, fehlt noch Timmy. Und rüber da. Und ich hab's geschafft. Well done, you beat all the levels. Why not play again and see if you can improve your score? Achso. Okay, ich hab's geschafft. Dann war's das für Türchen Nummer 8. Und mal gucken, was morgen dran kommt. Bis dahin, ich bin euer MK Indiana Jones.